Wir hatten jetzt gerade eine Kabinettsausschusssitzung, wo wir uns im Speziellen mit dem Thema Coronavirus und Ausbruchsgeschehen befasst haben. Es haben teilgenommen einige ausgewählte Ministerien, die eben besonders betroffen sind. Und es hat gleichzeitig teilgenommen auch der Präsident vom Robert-Koch-Institut, der Professor Wieler, ebenso wie der Präsident vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, der Dr. Zapf. Ich darf Ihnen berichten, was die Ergebnisse sind und gleichzeitig auch, was wir bisher an Maßnahmen auch schon durchführen und wo wir auch Maßnahmen nochmal verstärken, weil für uns ist ganz klar, die Sicherheit und Gesundheit der Menschen in Bayern ist für uns das oberste Ziel. Der Ist-Stand ist, Sie haben alle mitbekommen, dass wir seit Ende Januar eben den Coronavirus auch in Bayern haben. Sie wissen, wir hatten bis Stand gestern 14 Verdachtsfälle, Patienten mit Coronavirus, ab gestern auch einen 15. Ich möchte ganz kurz zu den 14 noch etwas sagen, weil ich glaube, das ist schon sehr wichtig, auch zu verstehen, wie wir da vorgegangen sind. Sie haben mitbekommen, dass wir bei dem Ausbruchsgeschehen, was wir hatten im Landkreis Starnberg, dass wir da sehr viel Zeit und Kraft verwandt haben darauf, die ganzen Kontaktpersonen zu ermitteln, dass wir hier eben es geschafft haben, so Stand heute, dass wir dieses Ausbruchsgeschehen auch entsprechend eindämmen konnten. Und diese Form der Eindämmung, dieses Kontaktpersonen ermitteln, dieses Testen derjenigen, die eben betroffen sein könnten, die Verdachtspersonen sind, das werden wir auch ganz klar weiter fortfahren, weil es immens wichtig ist, dass wir hier nicht nachlassen dürfen. Wir haben aber auch, nachdem wir jetzt von diesen 14 Patienten den letzten auch entlassen konnten, gleichzeitig, und das haben Sie alle mitbekommen, seit letzten Sonntag eben auch ein Ausbruchsgeschehen in Italien. Und Sie wissen auch, dass im Moment viele Menschen, gerade auch in der Faschingszeit, auch aus Bayern, in Italien verweilen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir hier auch besondere Antworten nochmal geben für diejenigen, die jetzt zurückkommen, die am Wochenende vielleicht eben hier aus Italien wieder Richtung Bayern fahren, wenn am Montag der Schulbeginn ist und. Deswegen war es uns sehr wichtig, dass wir hier die Menschen informieren, aufklären, was ist zu tun, wenn ich jetzt aus Italien heimkomme, auf was muss ich achten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier massiv informieren, und dass wir hier auch die Maßnahmen ergriffen haben. Es wird Informationsmaterial in den Zügen geben, in den Flugzeugen. Wir versuchen hier über die Medien, großmedial, eben hier auch aufzuklären. Was dabei wichtig ist zu wissen, man kann sich bei der Seite des Robert-Koch-Institutes darüber erkundigen, wo Risikogebiete in Italien sind. Das ist zum Beispiel die Lombardei und das sind Teile von Venetien, von der Provinz dort. Also wirklich genau nachschauen, wo war ich selber im Urlaub gewesen, war es ein Risikogebiet, ja oder nein. Wenn es ein Risikogebiet gewesen ist, dann die nächsten 14 Tage darauf achten, bemerke ich bei mir selber irgendwelche Symptome. Symptome können sein Schnupfen, Husten, Fieber, Abgeschlagenheit, also Erkältungs-Grippe-Symptomatiken. Wenn Sie diese Symptome merken, dann bitte zu Hause bleiben und mit dem Arzt Kontakt aufnehmen, telefonisch. Weil es dann wichtig ist, dass man nicht in irgendeine Arztpraxis läuft und dann hier vielleicht weitere Menschen eventuell anstecken könnte. Also wichtig, dass man hier Kontakt mit seinem Hausarzt, mit dem Arzt aufnimmt, möglichst eben telefonisch. Wenn man da nicht weiterkommt, kann man auch die 116, 117 anrufen, um hier über den Bereitschaftsdienst Hilfe zu erfahren. Sollte man mit einem Corona-Patienten in Italien oder egal wo in der Welt Kontakt gehabt haben, dann ist es dringend notwendig, sich mit dem Gesundheitsamt in Kontakt zu setzen. Also sprich, wer Kontakt hatte mit einem Corona-Patienten, egal ob in Italien oder weltweit, soll sich beim Gesundheitsamt melden, auch wenn er selbst keine Symptome bei sich verspürt. Das ist deshalb wichtig, weil es eben hier darum geht, auszuschließen, dass man sich angesteckt haben könnte.
sollte man bei sich in Italien gewesen sein, in keinem Risikogebiet und trotzdem eine leichte Erkältungssymptomatik entwickeln, dann kann es auch eine schlicht einfach eine normale Erkältung oder Influenza, eine Grippe sein. Also man muss hier eben auch immer wieder abwägen, kann aber sich auch hier nochmal ärztlichen Rat holen oder eben bei den Robert-Koch-Institut oder auch auf der Homepage vom Bundesgesundheitsministerium, von unserem, vom Bayerischen Gesundheitsministerium, vom LGL. Da gibt es auch einiges an Fragen und Antworten, was man eben entsprechend dann sich auch informieren kann. Wir haben aber gleichzeitig nicht nur uns Gedanken gemacht, wie gehen wir mit den Reiserückkehrern um, obwohl das für mich ein wichtiger Punkt ist, weil ich glaube, dass wir da am Wochenende vieles an Fragen auch bekommen werden und das ist wichtig, dass wir gut Antwort geben können. Wir haben auch Informationen über die Kindergärten verteilen lassen in den Schulen, Kultusministerium, auf der Homepage. Auch hier gibt es nochmal Informationen, bitte entsprechend auch nachschauen. Es ist nämlich nach wie vor für uns sehr wichtig, dass wir weiterhin den Coronavirus versuchen wollen einzudämmen. Deswegen auch diese Maßnahmen, wenn jemand Kontakt hatte mit einem Erkrankten, wenn jemand im Risikogebiet ist und Symptome bekommt, eben entsprechend den Arzt aufzusuchen, daher ganz, ganz notwendig. Wir haben aber auch gestern einen 15. bestätigten Fall. Das ist ein Mann aus Mittelfranken, der in einem kleineren Meeting dabei gewesen ist in München, wo auch ein Italiener dabei gewesen ist, der, als er zurück in Italien war, positiv auf Corona getestet wurde. Diese Information hat uns dann wieder die bayerischen Behörden erreicht, dass dieser Italiener positiv auf Coronavirus getestet ist. Daraufhin haben wir ausfindig gemacht, wer hat alles teilgenommen an diesem Meeting und so sind wir auf diesen bayerischen 15. Patienten gekommen, so gestern Abend der Stand. Auch hier werden wir wieder die Kontaktpersonen ermitteln, diese wieder beproben lassen und. Das Prozedere, wie wir es in Starnberg bereits vollzogen haben. Und das ist so, dass wir eben auch von den Behörden erfahren haben, dass andere Teilnehmer an diesem Meeting, die zum Teil aus anderen Ländern oder Bundesländern waren, auch untersucht werden. Auch hier gibt es schon positive Fälle, aber da kann man vielleicht nachher noch mal genauer drauf eingehen. Ich halte es aber auch für wichtig, dass wir selbstverständlich uns auch Maßnahmen überlegen, wenn wir jetzt in den Bereich kommen, wo es viele oder mehr mögliche Patienten mit Coronavirus gibt, sodass wir nochmal das intensive Gespräch auch mit den Verbandsvertretern der Ärzte, der Hausärzte, der Krankenhäuser gesucht haben und nächste Woche auch noch weiter und jetzt die Zeit vertiefen werden, weil es eben sehr, sehr wichtig ist, hier auch gut gewappnet zu sein. Die letzten Wochen haben wir das bereits immer wieder getan, aber jetzt nochmal auf diese neue Situation adaptiert, dass wir hier eben auch diese Fälle aus Italien und in Italien bemerkt haben oder sichtbar geworden sind. Wir haben gleichzeitig heute auch eben zusammen mit dem Joachim Herrmann uns in einem Krisenstab werden wir uns zusammentun. Sie wissen, dass wir bereits seit Ende Januar im Arbeitsstab tagen. Es gab jetzt über, ich glaube, an die 25 Sitzungen inzwischen schon mit diesem Arbeitsstab, der eben auch seit letzter Woche schon erweitert wurde, um Vertreter aus den verschiedenen Ministerien. Auch hier werden wir die Zusammenarbeit nochmal intensivieren, was es eben mit den verschiedenen Ministerien betrifft und eben ganz speziell auch mit dem Innenministerium. Was mir noch wichtig ist, was kann auch jeder von uns als Einzelner tun? Es ist sehr wichtig, wenn man eben diese Infektionsketten, und zwar nicht nur bei Corona und nicht nur bei Influenza, sondern auch bei all den Erkältungskrankheiten durchbrechen möchte, ist es eben sehr wichtig, dass wir auf unsere eigenen Hygienemaßnahmen achten. Das heißt eben auch, dass wir dran denken, uns immer mal wieder die Hände zu waschen, möglichst mit Seife, möglichst 20 bis 30 Sekunden lang. Dass wir darauf achten, dass wir nicht x-beliebig in der Gegend rumhusten und niesen, sondern schlichtweg hier entweder
ein Taschentuch nutzen, wo wir reinniesen und husten können oder die Armbeuge oder man sich zumindest wegdreht, dass man das Gegenüber nicht trifft, weil das sind alles Tröpfcheninfektionen. Und deswegen ist es hier notwendig, auf seine eigene, wie es so schön heißt, Husten- und Niesetikette zu achten. Das klingt immer erstmal so, ja, hilft es oder nicht? Es hilft definitiv. Und deswegen ist es nochmal wichtig, auch das Ihnen mitzugeben, auf was man selbst, jeder Einzelne, tun kann. Was haben wir heute noch besprochen? Wir haben uns auch sehr intensiv mit dem Thema besprochen, wie gehen wir mit Großveranstaltungen, zum Beispiel Messen und so weiter, um. Wir sind da zu dem Entschluss gekommen, dass wir weiterhin im engen Austausch mit dem Bund, mit dem wir auch die ganze Zeit, sei es mit dem Bundesgesundheitsminister, sei es mit dem Robert-Koch-Institut, sei es mit den Arbeitsgemeinschaften, mit den Ländervertretern, sind wir im ständigen Austausch, auch wenn es um Sicherheit an Flughäfen und geht, aber dass wir im Speziellen eben hier uns auch abstimmen wollen, wenn es um die Großveranstaltungen und Messen geht. Nichtsdestotrotz haben wir heute besprochen, dass wir bei Veranstaltungen ab 1000 empfehlen werden, den Messeveranstaltern, dass Aussteller aus Risikogebieten, und diese Risikogebiete sind ja über das Robert-Koch-Institut definiert, dass wir diese Aussteller bitten würden, auszuladen, und sollte das nicht möglich sein, dann auch nochmal verschärft darüber nachzudenken, die Messe auch komplett abzusagen. Aber wie schon gesagt, es geht jetzt noch nicht. Das würde im Moment, wenn wir adäquat und maßvoll reagieren wollen, geht es noch nicht darum, alle Großveranstaltungen abzusagen, sondern dass wir sagen, wenn aus dem Risikogebiet Aussteller dabei sein sollten, dass man hier eben Vorsichtsmaßnahmen trifft und diejenigen bittet, nicht teilzunehmen. Ansonsten werden wir hier den Empfehlungen des Bundes weiter uns mit ihm kurz schließen und auch da die dann weiter in die Umsetzung bringen. Aber das war das, was wir heute für Bayern besprochen haben. Wir werden jetzt nochmal alle Großveranstaltungen von den verschiedenen Ministerien gemeldet bekommen, um dann eben genau auch nachschauen zu können, wie sieht da die Beteiligung aus und, um hier eben auch Empfehlungen dann über die Gesundheitsämter vor Ort aussprechen zu können. In meinen Augen ist es so, dass wir weiterhin vorbereitet sind, dass wir hier aber auch feststellen dürfen, dass die Risikoeinstellung, die Risikobewertung des Robert-Koch-Institutes, das bisher von einer geringen Risikobewertung ausgegangen ist, jetzt seit kurzem das erweitert hat von gering bis mäßig. Und es ist auch immer wieder so, dass wir all die Maßnahmen, von denen ich heute jetzt gesprochen habe, selbstverständlich tagesaktuell immer wieder angleichen müssen, weil, man darf das auch so deutlich sagen, wir haben Stand heute bisher die 14, die sich um das Cluster in Starnberg bewegt haben, und jetzt neu einen 15. seit gestern Abend. Also von daher ist es wirklich kein Anlass, sich hier in übertriebener Verunsicherung zu befinden. Aber wir müssen sehr genau darauf achten, weil eben durchaus weiterhin eben Menschen sich auch in Italien angesteckt haben und. Und das gilt es einfach zu beachten. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, hinter jedem Schnupfen, den im Moment gerade kassiert, steckt aber auch kein Coronavirus, sondern es kann auch eine ganz normale Erkältung stecken. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch hier immer sich sachlich zu informieren, Informationsmöglichkeiten zu nutzen und entsprechend dann hier eben auch zu handeln. Ich darf Sie alle auch bitten, diese Informationen oder die Möglichkeiten der Informationen weiterzugeben, weil wir natürlich, um die Menschen zu erreichen, auch Sie und Ihre Medien dafür brauchen, um hier die Informationen auf den verschiedenen Homepages über die Informationsblätter, dass das eben auch möglich ist, an die Menschen ranzukommen. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, THW, alle freiwilligen Hilfsorganisationen sind für alle Eventualitäten sensibilisiert, vorbereitet und handlungsfähig. Wir hatten aber bislang keinerlei Anlass für einen größeren Einsatz. Wir sind von dem, was man Katastrophenschutzstatus nennt, ja weit entfernt, und wir hoffen auch, dass es so bleibt.
Wir stehen im engen Austausch mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Wir bilden nun gemeinsam diesen Krisenstab, aber die Federführung liegt klar beim Gesundheitsministerium. Ich möchte mich für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Kollegin Melanie Hummel sehr herzlich bedanken. Wir sind natürlich wie immer auch im Lagezentrum des Innenministeriums rund um die Uhr besetzt, können also eventuell notwendige polizeiliche Maßnahmen koordinieren und wenn es notwendig sein sollte, auch schnell und effektiv reagieren. Bislang haben wir aber ja, wie bekannt, ein sehr eingrenzbares lokales Auftreten des Virus in Bayern und nur eine sehr geringe Zahl an Infektionen. Wo erforderlich, kann die Polizei natürlich hier Vollzugshilfe leisten. Sie tut das jetzt auch in der Aufklärung der Bevölkerung, in dem Verbreiten beispielsweise entsprechender Empfehlungen über die Social-Media-Kanäle der Polizei oder auch über das Verbreiten von Flugblättern. Auch die Webseiten unseres Hauses werden entsprechende Links erhalten. Die Einsatzkräfte in der Bayerischen Polizei sind mit mehreren tausend Infektionsschutzsets ausgerüstet, damit, wenn sie gebraucht würden, sie entsprechend sich auch selbst gut schützen können. Atemschutz, Augenschutz, Handschutz. Und wir haben für einige hundert der Einsatzkräfte auch entsprechende Schutzanzüge und vieles mehr. Der Rettungsdienst in Bayern ist mit seinen 26 modernen integrierten Leitstellen hochleistungsfähig. Alles, was bisher zu bewältigen war, ist ganz normal über diese integrierten Leitstellen jeweils gesteuert worden, zum Beispiel Transporte von Patienten von Webasto, Sie kennen das, ins Klinikum und dergleichen mehr. Auch das hat bislang keiner besonderen Einsatzmaßnahmen bedurft. Selbstverständlich sind auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Hilfsorganisationen gut gerüstet, sind für Einsätze mit infektiösen Krankheiten mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet. Wir haben hier bekanntermaßen mit all den Kräften der Feuerwehren, des THWs, des Roten Kreuzes, der anderen Organisationen, Arbeiter Samariterbund, Johanniter, Malteser, DLRG und auch mit der Bundeswehr ja eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Wir verfügen hier im Ergebnis über ja, weit über 400.000 Einsatzkräfte, sodass bei Bedarf wir natürlich entsprechend auch tätig werden könnten. Noch einmal, wir wollen aber alles dafür tun, dass solche Großeinsätze ja gar nicht erst notwendig werden. Abschließend eine Bemerkung noch zu dem Thema, womit ich mit einer Reihe von Anfragen konfrontiert worden bin, nämlich die spezielle Situation der Flüchtlinge, der Asylbewerber. Diese werden unmittelbar nach Erstankunft sofort entsprechend auch auf diesen Virus getestet, um gegebenenfalls, falls jemand, bislang ist aber kein Fall aufgetreten, falls jemand hier entsprechend den Virus hätte, sofort natürlich auch er separiert werden könnte und entsprechend in Quarantäne kommt. Fest steht, wir tun, denke ich, bisher schon alles, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Und ich glaube, dass wir hier mit der gegenwärtigen Aufstellung auch in der Lage sind, dieser Aufgabe nachzukommen. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Rettungsorganisationen und all den anderen klappt hervorragend. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam auch weiterhin vernünftig steuern können. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, der Ausbruch ist etwas näher gekommen. Ich nehme an, das ist auch der Grund, warum Sie heute doch so zahlreich hier erschienen sind. Wir haben jetzt die Erkrankungsfälle in Italien. Und die berühren uns natürlich stärker aufgrund der räumlichen Nähe als so manch anderer Ausbruch auf dieser Welt. Das ist eindeutig, ich darf das nochmal am Anfang betonen, kein Anlass, jetzt hysterisch zu reagieren. Es ist Anlass, nochmal die Vorsorgemaßnahmen, die wir treffen können, zu überlegen, zu reflektieren, anzupassen. Das haben wir heute getan. Wir haben seit gestern einen 15. Fall in Bayern. Das ist tragisch, hätten wir gerne vermieden, aber Gesundheitspolitik hat auch bestimmte Grenzen. Wir sind eine vernetzte Welt, wir haben Kontakte über die ganze Welt hinweg. Es ist eine Tröpfcheninfektion, deswegen sind natürlich auch Grenzen der Politik gesetzt. Dass
Positive in dem Fall von gestern ist, er ist bedauernswert, er ist tragisch, wir hätten ihn gern vermieden, ist, er hat sich zwar räumlich in Bayern diese Person angesteckt, aber nicht von einem Bayern, und mir ist wichtig, nicht von jemandem, der so im Umfeld des Ausbruchs um Webasto sich befand, sondern er hat sich bei einem Italiener, der zu diesem Treffen hier nach München gereist ist, angesteckt. Der ist erkrankt, er ist zurückgefahren nach Italien, wurde dort positiv getestet. Die Italiener haben uns dann das Ergebnis geschickt. Hier wurde dann ermittelt, wer war bei diesem Treffen. Es handelt sich ums, jetzt nach meinem Kenntnisstand, es war von gestern Abend, es ist jetzt erst eine Nacht, jetzt heute Vormittag war ich auch beschäftigt. Es handelt sich wohl so um eine Gruppe von 10 Personen, die an einem Treffen eines Unternehmens teilgenommen haben und hat sich dort bei dem Italiener angesteckt. Das erzähle ich Ihnen deshalb, weil ich zu der ersten Säule kommen muss, und Frau Staatsministerin hat es auch schon dargestellt, weil ich zur ersten Säule kommen möchte, die eine zentrale Maßnahme hier in Bayern ist. Nämlich, wir gehen, und das machen wir weiterhin unverdrossen, wir gehen all diesen Fällen nach, wir ermitteln die Kontaktpersonen. Die Kontaktpersonen werden engere Kontaktpersonen, es wird kategorisiert. Diese Kontaktpersonen werden untersucht, bekommen einen Abstrich und bekommen die Auflage, sich 2 Wochen in häuslicher Isolierung aufzuhalten. Weil man damit, weil das eine Maßnahme ist, die natürlich den Ausbruch, ja, verhindern oder verzögern oder reduzieren kann. Auch absolut ist das auch keine total sichere Maßnahme, aber diese Maßnahme zeigt Effekte, haben wir bei Webasto gesehen. Ziel dahinter ist, wir wollen das Ausbruchsgeschehen verlangsamen in Bayern. Das ist ein zentrales Ziel, das wir haben, dass sich nicht so viele Menschen so schnell anstecken, sondern langsamer. Warum? Erstens, weil die Influenza zum Beispiel jetzt ja ihren Höhepunkt erreicht hat, wir dann, wenn jetzt das abflacht, auch mehr Behandlungsmöglichkeiten wieder haben. Die Kliniken haben mehr Möglichkeiten, wo wir dann Patienten möglicherweise mit Coronaviren adäquat behandeln müssen und können. Ein Punkt. Auch jetzt darf ich Ihnen persönlich sagen, das ist jetzt ein bisschen eine persönliche Meinung, auch ich so Hoffnung habe, dass auch dieses Virus so jahreszeitlich reagiert. Die Influenza, wissen Sie alle, ist mehr im Winter. Wenn das Frühjahr kommt, könnte es sein, es ist konjunktiv, es könnte sein, dass diese Infektionswelle auch etwas abflacht. Das Virus kennen wir leider natürlich erst seit Januar, können es noch nicht sicher beurteilen, aber das ist schon ein Effekt oder eine Maßnahme, die uns helfen könnte. Verlangsamen ist ein Punkt. Der zweite Punkt, hat auch die Frau Staatsministerin deutlich gesagt, Aufklärung, informieren. Dahinter steckt, es ist ein Unterschied, auch wenn wir Ihnen nicht totale Sicherheit versprechen können, aber es ist ein Unterschied, ob sich in Bayern 100 anstecken oder 10.000 oder so weiter. Und wenn wir das ganze Geschehen verlangsamen wollen, spielt das Thema Aufklärung eine zentrale Rolle. Man steckt sich nicht gleich an, wenn ich mit einem Erkrankten Kontakt habe, habe sehr engen Kontakt, deswegen diese Maßnahme der Infektkettenverfolgung, die ich als Punkt 1 genannt habe. Wenn ich mich hygienisch, also Niesetikette und sowas verhalte, dann hat das Effekte. Wichtiger Punkt sind jetzt, wenn man sagt, wir wollen irgendwie das Ausbruchsverhalten beeinflussen, unsere Risikogruppen. Wir wissen, dass diese schweren Erkrankungsfälle sich besonders auf alte Personen bezieht, während Kinder kaum bis gar keine Symptome zeigen. Also geht unser Blick natürlich auf die Alten. Wir haben jetzt eine ganze Reihe oder arbeiten gerade Informationsblätter, Informationen für Alten- und Pflegeheime. Und daher hier auch der Rat, wer gerade erkrankt ist, Symptome zeigt, sollte den Besuch seiner Eltern oder Großeltern im alten Pflegeheim jetzt etwas verschieben. Das ist eine Maßnahme, die helfen kann, die Erkrankungszahlen reduzieren kann. Wir entwickeln und haben schon entwickelt Aufklärungsmaterial. Wir schicken das an Alten- und Pflegeheime. Es muss ja dort umgesetzt werden. Es muss mit den Angehörigen gesprochen werden. Das wäre so eine Maßnahme, die wichtig ist.
Anderer Punkt, ich habe Ihnen gesagt, Politik kann das nicht mit Sicherheit ausschließen, dass das sich nach Bayern verbreitet, aber wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, die wir tun können. Und dazu gehört auch, sich zu beschäftigen mit der Versorgung, ambulant. Wo gehen die Menschen hin, die aus Italien zurückkommen, die jetzt Symptome zeigen, wie wird es versorgt? Wir haben mehrfach schon mit der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen, mit der Ärztekammer, wie hier die Behandlung passiert, wie das geregelt werden kann. Wir sprechen nächste Woche mit allen bayerischen Krankenhäusern, die haben wir eingeladen, dass wir alle Krankenhäuser, damit wir auch sehen, wie kann dann die Versorgung erfolgen. Gibt es Probleme? Wir wollen damit eher mit den Chefärzten, den Medizinern diskutieren, jetzt weniger den Verwaltungsdirektoren. Gibt es fachliche Fragen, die wir jetzt noch klären können im Vorfeld? Und das ist so ein bisschen die Palette der Maßnahmen. Wir haben uns auch beschäftigt mit der Laborkapazität. Wichtig ist natürlich, dass man entsprechend Laborkapazität hat, also sprich auf das Coronavirus. Ich kann Ihnen einen Zwischenstand sagen, die Diagnostik ist ja neu eingeführt worden. Also das ist ja nicht etwas, das jetzt wir seit Jahren haben, sondern das wurde seit einigen Wochen eingeführt. Und das wird jetzt sukzessive natürlich in den großen Labors ausgerollt. Wir haben jetzt eine Tageskapazität gestern ermittelt von 1200 Untersuchungen pro Tag in Bayern. Das wird schon noch mehr werden, weil noch nicht alle Labors sich gestern gerührt hatten. Aber das ist eine Zahl, die mich jetzt am Anfang schon mal ganz beruhigt. Und ich glaube, da kommen wir ganz gut hin. Ja, das sind so einige Elemente, die ich Ihnen noch im Nachgang zur Beitrag der Frau Staatsministerin nachtragen wollte. Herzlichen Dank.